Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und heute geht es um das Thema Motivation. Und da möchte ich Ihnen gerne ein Experiment vorstellen, das man gemacht hat mit Kindern. Also etwas, was wirklich draußen im Leben so funktioniert hat, nicht Theorie, sondern Praxis. Und zwar hat man Kinder beschäftigt mit dem Zeichnen. Und dann hat man zunächst einmal geschaut, welche der Kinder hatten Spaß dran und welche der Kinder hatten keinen Spaß dran. Die Kinder, die keinen Spaß hatten, das waren sozusagen die extrinsisch Motivierten, die mussten also von außen dazu motiviert werden. Und die andere Gruppe, das waren die intrinsisch, also von innen heraus Motivierten. Man unterscheidet also zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Und nur mit dieser Gruppe der Kinder, die Spaß am Zeichnen hatten, intrinsisch motiviert, also aus sich selbst heraus, hat man dann weitergearbeitet. Also es waren nur die intrinsisch motivierten Kinder, mit denen man weitergearbeitet hat. Und dann hat man nach dem Zufallsprinzip diese Kinder in drei Gruppen aufgeteilt und hat sie zeichnen lassen. Und der ersten Gruppe hat man eine Belohnung versprochen, also die Erwartung geweckt auf eine Belohnung und ihnen die Belohnung dann auch gegeben. Also Erwartung plus Erfüllung der Erwartung, nämlich die Belohnung kam. Der zweiten Gruppe hat man nichts versprochen, aber nach dem Zeichnen eine Belohnung gegeben. Und bei der dritten Gruppe hat man gar nichts gemacht. Die hat man einfach zeichnen lassen. Und interessant ist jetzt hier wieder mal, was dabei herausgekommen ist. Diese erste Gruppe, die man durch Erwartung und Belohnung in eine bestimmte Richtung offensichtlich gebracht hatte, hatte nachher keinen Spaß mehr am Zeichnen. Das Zeichnen war für diese Gruppe plötzlich nur noch ein Mittel, um eine immer größere, bessere, schönere Belohnung zu bekommen. Aber der Spaß am Zeichnen war dieser Gruppe von Kindern verleidet. Sie sahen das Zeichnen nur noch als Mittel, um eine bessere Belohnung zu bekommen. Die zweite Gruppe, der man keine Belohnung versprochen hatte, aber eine gegeben hatte, ohne Erwartungshaltung, hatte nach wie vor Spaß am Zeichnen, hat es gerne gemacht. Und die dritte Gruppe, wo man weder eine Erwartungshaltung geweckt hatte, noch eine Belohnung gegeben hat, hat auch weiterhin Spaß am Zeichnen gehabt. Ich möchte, dass du nun nicht interpretieren, sondern ich möchte das einfach mal so stehen lassen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es Kinder waren, die vorher Spaß am Zeichnen hatten und die man dann durch diesen Erwartungs- und Belohnungsmechanismus praktisch die Freude am Zeichnen genommen hat. Darauf möchte ich einfach nur hinweisen. Dies zum Thema Motivation. Motivation, so scheint es mir zu sein, scheint etwas zu sein, was von innen kommt und nicht von außen. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert.